herzlich willkommen zum ersten Pressegespräch nach dem Finale der Frauen. Christine im Volleyball DTV Pokalfinale. Herzlich willkommen, Gratulation meinerseits an beide Mannschaften. Danke für das Finale. Ihnen kann ich noch mitteilen, dass wir heute 10.100 Besucher haben. Also das spricht für beide Mannschaften, dass wir so das Stadion haben füllen können. Ich darf Ihnen die Herren Michael Evers, Dennis Hanke, Torben Boins, Vogel. Vogel? Nein. Ganz woanders. Herr Vollmann. Und das auch noch Andreas. Vollmann. Genau. Und Regina Burchert und den Präsidenten des Volleyballverbandes Thomas Kohl. Zunächst das Wort an die Sieger, an die Mannschaftsführerin oder an den Trainer. Ihr könntet abstimmen, wer zuerst die Analyse macht. So, Trainer bitte. Trainer gibt es vor. Ja, ich denke, letzte Woche habe ich mit dem Ball gespielt, auswärts. Und da war ein 3-0 Sieg. Da waren wir als Mannschaft mehr locker gespielt. Wiesbaden hat sich ein klein bisschen versteckt mit mehreren Wechselspielern am Feld. Ja, gut, das ist eine Strategie. Heute denke ich, beide Mannschaften waren am Anfang sehr nervös. Viele kleine Fehler an beide Seiten gemacht. Maar in Endeffekt war unser Angriff so stark, dass es für Wiesbaden schwer war, das zu stoppen. Und ich denke, das hat auch das Unterschied gemacht. Unsere Homogenität als Mannschaft, unsere Erfahrung mit diesem Podium in Kazan, in Busto, ein bisschen weniger in Konstanz, Rumänien. Maar wir haben so viele von diesen großen Spielen gehabt dieses Jahr. Dass es, denke ich, für uns was einfacher ist, hier am Podium zu sein. Trotzdem bin ich sehr stolz, die Mädels mit viel Kampfgeist, wieder 3-0 in diesem Spiel. Riesenkompliment an die Mannschaft von Wiesbaden, die haben super gespielt heute. Gut gekämpft, viel Risiko in Aufschlag genommen und alles versucht, uns schwer zu machen. Und, das macht dann auch ein schönes Volleyballspiel vom Publikum. Toll, Dankeschön. Zunächst möchtest du noch aus deiner Sicht? Ja, eigentlich schon komplett das Gleiche. Das war relativ schwierig für beide Mannschaften, denke ich, am Anfang, sich auf das alles einzustellen. Aber das wussten wir auch vorher. Deswegen keine große Überraschung. Und wir haben uns dann ins Spiel reingekämpft und ja, das dann zum Schluss doch sehr konzentriert und gut zu Ende gespielt, denke ich. Am Ende nochmal einen kleinen Hänger gehabt, aber ja, das können wir dann mit einem kühlen Kopf und immer cool bleiben und das Spiel genießen, haben wir uns gesagt, wir machen das jetzt mit Spaß zu Ende und dann hat es funktioniert. Dankeschön, Denis. Rainer? Also ich habe Respekt auf deiner Sicht den Namen, das ergibt, dass ich die Namen ja Regina? Ja, als erstes Glückwunsch auf jeden Fall an Schwerin, haben sie heute verdient gewonnen. Ja, für uns, wir sind halt schon auch Neuling hier. Ich finde, dass wir das eigentlich ganz gut ins Spiel reingekommen sind, waren eigentlich nicht ganz so nervös, finde ich, hatten auch ganz viele Sachen umsetzen können, die wir die Woche nochmal ein bisschen ausgearbeitet haben nach dem Spiel letzte Woche und haben auf jeden Fall super gekämpft, denke, waren auch bis auf jeden Fall zumindest bis zum Satz Mitte waren wir immer mit dabei und am Ende hat halt Schwerin nochmal ein bisschen seine Stärken rausgeholt und ja, seine Konstanz bewiesen und haben sie heute einfach verdient gewonnen. Wir haben natürlich alles probiert, hat heute nicht gereicht, aber die Erfahrung werden wir auf jeden Fall mitnehmen und vielleicht sehen wir uns ja dann in den Playoffs im Halbfinale wieder, dann gibt es vielleicht eine Revanche. Und ja, hat super Spaß gemacht. Danke an das Publikum. Auch, muss ich sagen, unsere Fans waren toll und auch Schwerins Fans. Super Bild, finde ich, mit Gelb-Blau. Hat sich gut ergänzt und war eine tolle Stimmung. Das war erlebenswert. Wie haben Sie das denn erlebt? Ja, von außen natürlich, aber auch ähnliche Gefühlslage. Natürlich waren wir alle hoch motiviert und ich denke, wir haben uns sehr gut präsentiert. Das ist nicht einfach gegen Männerspieler, die komplett gutes Jahr spielt, mit vielen Waffen, ich auf allen Positionen bestückt ist und alles zu halten.
fiel uns nicht wirklich leicht heute, aber wir haben ein paar deutlich besser gemacht als die Woche zuvor. Trotzdem, der Sieg ist natürlich nicht geklaut, klar verdient, war die bessere Mannschaft, außer in der anderen Kategorie, da waren wir besser heute. Und das ist ja auch schon mal ein großes Zeichen für unsere Mannschaft, dass wir in der Kategorie Annahme und Aufschlag besser abgeschlossen haben. Trotzdem, ich muss auch sagen, wir haben ja auch damit gerechnet, dass es Störungen gibt für uns in diesem Spiel. Natürlich vor allem sportliche, durch natürlich gute Phasen von Schiri, aber wir wollten einfach immer dranbleiben, ja, und nicht den Nachgeber den Kopf runtersenken. Und das haben wir recht gut gemacht. Also am Schluss, wenn wir nochmal rankommen, mit Spielen, die eigentlich normal sind, in der Bank spielen, kam nochmal Leben aufs Spielfeld. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir was mitnehmen hier aus diesem Finalspiel dann für die Playoffs. Also möchte ich nochmal ganz laut drücken, tolle Arbeit bei der Mannschaft für diese, für das Finale, die Vorbereitung, die Umsetzung, war der Teamgeist. Hat das Kulisse sehr gut funktioniert und das ist für uns ja ein Schritt nach vorne. Unser Fundament muss eigentlich breiter werden, dass wir nach oben können, dann den Turm auch hochbauen mit unseren Zielen. Und ich glaube, man sehen können, uns fehlt noch ein bisschen Zement und ein paar Steine unten an Stabilität. Aber das war heute ein tolles Erlebnis. Ich habe riesige Freude gehabt, auch die Mannschaft. Und wir können, glaube ich, erhobenen Hauptes trotzdem hier nachher rausmarschieren und uns dann auch den Fans und den anderen Leuten aufstellen. Ein schöner Vollmer. Wir lassen dann noch unseren, weiß ich, soll ich sagen, jetzt dem aus DVL-Vorsitzender, nämlich Michael. Ich sag mal, beide Mannschaften für das Publikum, tolles Spiel geboten, tolle Atmosphäre, Volleyball über Sport lebt, wenn man das so sieht. Ja, das kann man nur bekräftigen, was du sagst. Also es war sicherlich für alle, für die Mannschaften und aber auch für die Zuschauer, glaube ich, ein Erlebnis. Es ist schon beeindruckend, wenn man sieht, dass ja von den Vereinen im Grunde hier 2.000, 3.000 vielleicht herkommen, dass dann immer noch 7.000 andere Zuschauer diesen Weg jedes Jahr hierher finden. Beeindruckende Kulisse. Das Spiel sicherlich für die Fachleute nicht so der ganz große Schmecker, aber man merkt, es ist ein Pokalfinale, da spielen auch Emotionen mit, da sind eben auch Spieler nervös und auch im Umfeld. Also ich habe das vorhin gerade gesagt, wenn ich jetzt als Schweriner SC sprechen kann, es ist immer wieder schlimm, wenn man sich das mal angucken muss. Also das, was die Mädels einem da zumuten, das geht schon ans Eingemachte. Auch wenn es am Ende vielleicht deutlich aussah, aber für den Schweriner SC sicherlich ein Top-Ergebnis, weil es ist eben schwer, einen Titel zu gewinnen und ihn dann noch zu verteidigen. Das ist natürlich dann doppelt schwer, weil alle spielen gegen die Mannschaft, gerade in diesem Jahr immer mit 100%. Da glaube ich, hat keiner der Trainer eine Motivationsprobleme, weil das sicherlich auch für die anderen Mannschaften gut ist. Ich glaube, wir haben einen guten Volleyball gesehen, unter dem Aspekt, dass es ein Finalspiel gewesen ist. Dankeschön, Herr Krone, im ersten Jahr als Präsident, Sie haben das erste Mal als Präsident dann dieses Finale miterlebt, Ihre Eindrücke? Ich bin einfach nur, das sehen Sie ja wahrscheinlich, sehr zufrieden, gratuliere natürlich beiden Mannschaften und kann einfach nur sagen, das ist so, wie es unsere Sportart eigentlich verdient hat. Wir brauchen mehr von diesen Veranstaltungen dieser Art, über 10.000 Zuschauer, diese Stimmung, viele Fans, die ja anreisen, und Michael hat es eben schon richtig gesagt, auch unabhängig davon, ob ich jetzt Fan einer Mannschaft bin, ist diese Sportart einfach eine Faszination. Und insofern bin ich einfach nur zufrieden und habe den Tag hier sehr genossen. Und es steht ja jetzt noch ein großes Finale auch weiter vor uns. Und ich freue mich drauf. Gut, danke schön, Herr Krone. Fragen eurerseits? Bitte. Andreas, du hast als Trainer in der Schweiz schon diverse Pokalfinals miterleben dürfen, die in Deutschland jetzt in alle das erste Mal. Wie hast du die Kulisse empfunden? Hast du überhaupt Zeit und Muße, das zu genießen? Wie sind deine Eindrücke hier von diesem Stadion? Ich war letztes Jahr auch schon hier und konnte das Finale Schwerin-Wilsbiburg beobachten im Rahmen der Trainerfortbildung. Was ich einen Eindruck gehabt vom letzten Jahr, aber klar, wenn man oben sitzt in der Galerie oder unten steht, ist es ein riesen Unterschied. Also es hat schon vibriert auf der Haut und es war ein sehr gutes Gefühl. Also nicht nur hat es im Magen oder Bauch gekribbelt, sondern im ganzen Körper, und das ist auch gut so. Ja, wir wollen ja hier auch Emotionen reinbringen und die Motivation auch ausdrücken, und das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft. Und ich bin unsere Arbeit oder auch mit meinen Eindrücken durchweg positiv bedient. Unser Publikum auch im Hintergrund super gut. Die Hachinger haben mit uns mitgearbeitet. Also man kann es dann auch als Trainer kaum separieren, wenn man nachher auf dem Feld ist, fokussiert auf die Aktionen, mitlebt, mitgestaltet. Aber im Hintergrund hat man einfach nur das Gefühl, dass hier was passiert. Und das war
grandios nicht vergleichen mit der Schweiz, da sind 3000 Zuschauer, hier sind 10.000. Das ist natürlich nochmal eine Etage höher und war für mich sicherlich eins der besten, alles das Erweiterungserlebnis von der Emotion her. Bitte. Ja gut, da würde ich jetzt gerade mal an die Schweriner, an den Tönnen und Denise eben fragen. Vergangenes Jahr waren 650 Zuschauer mit aus Schwerin. Heute über 1000, diese gelbe Wand, wie viel zitierte. Wie habt ihr das wahrgenommen, als ihr letztendlich in die Halle kam? Die Schweriner standen ja schon alle da. Was ging da bei euch vor? Gänsehaut oder wie auch immer? Wann? Ja, also es ist einfach unglaublich. Ich glaube, wenn man die Halle betritt und wirklich sich vor so einem gelben Block wiederfindet, dann ist es schon beeindruckend. Also es sind auch 4-5 Stunden Fahrt. Es ist nicht selbstverständlich, sich einfach mal so in ein Auto zu setzen. Und da haben wir schon wirklich, wirklich tolle Menschen in Schwerin, tolle Volleyballfans, die das einfach so klasse finden, was man selbst macht, dass man die ganze Unterstützung, die man da entgegengeworfen bekommt, eigentlich wirklich nur gerne in Empfang nimmt und sich damit tragen lässt auch. Gut, bevor ich weiter kann auch mal Trainer sagen. Ihr wart ja nun im Vorfeld nur wirklich der Favorit. Also die Favoritenrolle lag ja ganz klar bei euch. Ihr habt aber auch immer ein bisschen gesagt, bei Flachhalten, das kann ein ganz anderes Spiel, kann ein ganz anderes Spiel werden. Abwarten, müssen wir erstmal gucken. Aber gut, wie habt ihr dann euch letztendlich dann gesagt, heute Morgen, sag ich mal, okay, kam der, jetzt ist es soweit und wie geht's dann los? Wie habt ihr das dann letztendlich auch alles wegstecken können? Diese Favoritenrolle, ihr habt auch von außen kam, große Erwartungen waren ja sehr hoch und euch einfach wegstecken. Ja, die Favoritenrolle haben wir die ganze Saison mal in Schwerin. Wir sind sehr gut angefangen, auch in Champions League. Das erste Spiel mit Kazan hat jedem überrascht, in Europa, denke ich. Und damit haben wir uns selber als Favorit bombardiert in der Bundesliga und im Pokal. Und, ja, dass wir dann unterwegs auch noch Dresden und Würzburg schlagen, das bringt noch mehr Druck mit der Mannschaft mit. Aber wir haben da viel über geredet, dass wir uns konzentrieren auf was wir am Feld machen. Und ja, die Druck ist da immer. Jedes Mal kommt ein neuer Journalist mit noch eine Frage. Und das ist auch kein Problem, das gehört zu Volleyballsport. Und wir sind gerne die Personen, die helfen, Volleyball weiterzubringen. Aber es ist super wichtig für Sport, zu konzentrieren auf was am Feld passiert. Und das ist nicht immer so passiert, das haben wir heute auch gesehen. Es war nicht unser bestes Spiel, aber das haben wir auch miteinander besprochen. Es soll nicht unser bestes Spiel sein heute. Trotzdem geht es nur um eine Sache und das ist Gewinn. Und wie wir das machen, das Einzige, was wir können tun, ist kämpfen. Jeden Ball kämpfen und versuchen, taktisch besser zu sein als Wiesbaden. Und ich denke, da haben wir auch geschaut am Feld. Keine Fragen mehr? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann darf ich nur noch den Präsidenten. Dann geben wir den Schwerin die Urkunden geben zum Überreichen. Fotografieren. Sind noch Fotografen, kommen wir hier, dann machen wir das hier vorne. Wir kommen jetzt eigentlich mit Sieger, hier sind noch alles. VCWTV mit freundlicher Unterstützung von Fotofilm Knapp und D3S Media.